Dort sind jetzt von SPD und von Grünen zwei Änderungsanträge gekommen, die doch, sage ich mal, im Ausschuss nicht beraten wurden. Es gab auch zwischendurch eine informelle Diskussionsrunde, die mehrfach auf Einladung der SPD getagt hat, deren Ergebnisse auch im Großteil des Rates nicht bekannt ist. Und ich halte es für wenig sinnvoll, bei diesem doch wichtigen Thema hier im Stadtrat Ausschussarbeit zu machen. Und es wäre sinnvoll, dass diese Themen nochmal zusammengeführt werden im Ausschuss und beantrage deswegen Rücküberweisung. Danke. Das war ein Geschäftsordnungsantrag auf Rücküberweisung der Tagesordnungspunkte 19, 12 und 19, 13 in den Stadtentwicklung und Bauausschuss. Gibt es dazu eine Gegenrede? Formal. Dann werden wir mal formal in die Abstimmung kommen über den geschäftsordnenden Antrag. Wer für die Rücküberweisung ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. Dreißig Ja-Stimmen, 28 Nein-Stimmen, 3 Enthaltungen. Dann ist dem Rücküberweisungsantrag stattgegeben. Und dann soll erstmal der Ausschuss Stadtentwicklung und Bau vorberaten. Ich beantrage die Wiederholung der Zählung. Die Kollegin hinter mir sagt, dass sie abgestimmt hat und gedrückt hat und es nicht angezeigt wird. So, bevor wir uns hier lange streiten, also nochmal 19, 12, 19, 13 ist beantragt Rücküberweisung in den Stadtentwicklung und Bauausschuss. Wer dem folgen möchte, bitte ich um Stimmzeichen. Es ist immer wieder überraschend, wie sich von einer zur anderen Abstimmung die Stimmverhältnisse ändern können und das nicht durch Nichtanzeigen von irgendeiner Stimme, sondern doch unterschiedlich sind. Na gut, dann wird es eben nicht zurücküberwiesen. Wir kommen damit direkt in die Behandlung. Ich darf aufrufen, jetzt die beiden Punkte in gemeinschaftlicher Behandlung, weil sie jetzt auch dran sind. Und damit ist zunächst unter 1912 Einrichtung saisonale Fährverbindung zwischen Dresden-Pieschen und Ostergehege. Hier ist Einreicher Fraktion AfD. Bitte ich dann um Einbringung. Dann ist ein weiterer Antrag unter 1913, weiter Umgang mit einer Elbquerung im Bereich Pieschen-Ostergehege, Einreicher SPD-Fraktion. Kann eingebracht werden. Dann haben wir Ersetzungsanträge von Grünen und SPD. Vielleicht ist das auch möglich, dass die SPD das im Einnahmenredebeitrag macht. Dann von den Grünen, wie gesagt, noch hier vorgetragen. Und dann steigen wir ein in die Fraktionsrunde und die würde mit den Dissidenten starten. Auf geht's, Herr Wiedemann. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste. Hier zur Vorstellung unseres Antrags Einrichtung saisonale Fährverbindung zwischen Dresden-Pieschen und dem Ostergehege. Bis 1996 verband eine Fähre über die Elbe den Stadtteil Pieschen und das Ostergehege. Sinkende Fahrgastzahlen und steigende Unterhaltungskosten führten 1996 zur Außerbetriebnahme der Fährverbindung. In den letzten Jahren fand ein Umdenken seitens der Bevölkerung und der Verwaltung zum Thema Elbquerung statt. Es wurden verschiedene Varianten erdacht. Es gab auch durchaus abenteuerliche Ideen seitens der Verwaltung und der Fraktionen im Dresdner Stadtrat. Der Einsatz eines Amphibienbusses, eine Seilbahn und hier nicht so abenteuerlich die Errichtung einer Brücke und ja, auch eine Fähre war wieder im Gespräch. Die Elbquerung im Raum Pieschen ist bereits im Verkehrsentwicklungsplan Dresden 2025 plus als Langfristoption mit der Kategorie A verankert und sieht unter dem Punkt Radverkehr Absatz 43 eine Prüfung der Fährverbindung Ostergehege Alt-Pieschen vor. Was hat sich in den letzten vergangenen 28 Jahren in Pieschen und im Ostergehege geändert?
Pieschen ist weiter gewachsen, neue Wohngebiete sind entstanden und weitere sind geplant. Die Einwohner wurden jünger, umweltbewusster. Es werden bis 2025 ca. 60.000 Einwohner in Pieschen zu Hause sein. Weiterhin nutzen immer mehr Bürger Pieschens das Fahrrad. Jedoch sind die Fahrradwege aus Pieschen heraus nicht für die schnell wachsenden und größeren Verkehrsströme gedacht und geplant. Das Ostergehege auf der einen Elbseite entwickelt sich immer mehr zu einem kulturellen und sportlichen Zentrum inmitten einer grünen Oase. Perspektivisch werden im Ostergehege 3.000 Menschen arbeiten. 2033 soll im Rahmen der Buga im Ostergehege ein Buga-Kernareal entstehen. Es ist klar zu erkennen, dass hier Handlungsbedarf besteht. In der Grundlagenbetrachtung zu einer Elbbehrung zwischen Pieschen und dem Ostergehege vom Juli 2021 wurden Untersuchungen vorgestellt, welche mehrere Querungsvarianten einer Brücke vorsahen. Das sind die Trassierungsvarianten, die Umweltverträglichkeit und auch die Kosten der Brückenvarianten berücksichtigt wurden. Das Fazit dieser Betrachtung lautet, der Bau einer neuen Umweltbrücke zwischen Pieschen und dem Ostergehege würde nicht nur die Naherschließung, sondern auch für das westliche Stadtgebiet ÖPNV, strukturelle Netz und Angebotsverbesserungen ermöglichen. Auch hier kann sie zur verkehrslichen Entlastung zahlreicher Stadtbezirke beitragen. Zur Überbrückung der Zeitspanne bis zur eventuellen Fertigstellung und Nutzung einer neuen Brücke sollte die Wiederinbetriebnahme einer Fähre in Pieschner Winkel vorgesehen werden. Das Problem jedoch ist, wie auf der Informationsveranstaltung am 19.09.2022 auch gesagt wurde, eine Brücke, egal welcher Art, wird mit allen Plan- und Bauleistungen in ca. 13 bis 20 Jahren fertiggestellt werden. Wenn es gut kommt, vor 2035 würde damit nichts passieren. Die Buga 2033 würde damit auch nicht verbunden werden mit Pieschen. Kommt es dann noch, und das mit großer Wahrscheinlichkeit, Einwände seitens Naturschutzbünden, wegen zu schützender Pflanzen und Tieren aller Art verschiebt sich die Brücke oder kommt überhaupt nicht. Auch im Umweltausschuss vom 3.3.2023 bei der Vorstellung des Antrags der SPD, welcher in Punkt 2 den gleichen Zweck wie unser Antrag verfolgte, wurde die negativen Folgen einer Elbquerung per Brücke von Vertretern verschiedener Umweltverbände und Vereinen vorgestellt. Auch hier wurde vorgeschlagen, wenn eine Elbquerung erfolgen soll, dann doch eher per Fähre. Die Wege zum Ostergehege oder zur Friedrichstadt sind derzeit nur über die Flügelwegbrücke bzw. Marienbrücke möglich. Diese sind vor allem in den Hauptverkehrszeit mit längeren Wartezeiten verbunden und natürlich auch nicht sehr umweltfreundlich. Deshalb schlägt die AfD eine Wiederinbetriebnahme der Fähre im Pieschner Winkel vor. So kann auch die Nutzung der Querung dann gut eingeschätzt werden. Gleiches hat übrigens Herr Oberbürgermeister Hilbert in seinem Strategiepapier Ziele für unsere Stadt Dresden formuliert. Im Beschlussvorschlag vom 1.7.2022 steht unter Punkt 3 für die Planung der Fährverbindung. Die Finanzierung erfolgt aus dem Jahresüberschuss 2021. Da sollten jetzt die 200.000 Euro zur Planung zur Verfügung stehen. Also dieser Punkt müsste gestrichen werden. Und im sollte das Datum auf den 30.09.2024 geändert werden. Bitte unterstützen Sie uns bei der Realisierung einer Querung der Elbe per Fährverbindung Pieschen-Ostergehege. Vielen Dank. So, jetzt wäre der zweite Antrag einzubringen. Herr Engel, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, man sollte sich ja im politischen Raum immer ein bisschen damit zurückhalten, allzu stark mit Sprichwörtern zu arbeiten, die irgendwie auf die eine oder andere Situation passen. Herr Lichti kann das wiederum sehr, sehr gut, aber aus meiner Sicht passt ja an der Stelle mal ein Sprichwort, nämlich besser den Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach. Und so würde ich tatsächlich unseren Ersetzungsantrag hier an dieser Stelle auch begründen wollen. Denn wir sprechen hier ja mittlerweile über eine ewige Geschichte. Im Jahr 1996 wurde nach
etwa 200 Jahren Betriebszeit, die Fähre im Pieschner Winkel, früher auch Jakobsfähre genannt, eingestellt. Damals sicherlich durchaus verständlich, was die verkehrliche Nutzung damals anbelangt, aber natürlich trotzdem eine Sache, die nie so wirklich aus dem Gedächtnis auch der Pieschnerinnen und Pieschner verschwunden ist. Und seitdem tobt eine Diskussion, die mittlerweile, glaube ich, sehr, sehr viele unterschiedliche Stadtratsordner schon füllen würde. 2010 hat dieser Stadtrat im Übrigen schon mal beschlossen, lasst uns eine Fähre prüfen, lasst uns die wieder in Betriebnahme prüfen. So wirklich was passiert, ist damals nicht. Dann gab es 2014 einen Verkehrsentwicklungsplan. Dieser Verkehrsentwicklungsplan hat gesagt, vielleicht wollen wir eine Fähre, vielleicht wollen wir aber auch eine Brücke. Wir wissen es nicht so genau, wir müssen das mal genauer prüfen. Wurde damals im VEP entsprechend mit beschlossen. Es gab dann 2016 einen Antrag, damals auch der SPD-Fraktion, wo es tatsächlich darum ging, die Umweltauswirkungen einer möglichen Brücke genauer zu prüfen, wurde im Rat beschlossen. Wurde da einiges auch im Hintergrund gemacht von der Verwaltung, sicherlich hilfreich jetzt auch für den heutigen Tag, aber was ganz Konkretes ist daraus nicht gefolgt. Dann hatten wir 2019 einen CDU-Antrag, der forderte eine Grundlagenbetrachtung einer Elbquerung in diesem Bereich mit ganz vielen unterschiedlichen Sachen. Fähre, Tunnel, Amphibienbus, Seilbahn, Umweltbrücke, das volle Programm. Und wir haben wieder viele, viele bunte Folien der Stadtverwaltung bekommen, was denn jetzt gut funktioniert, was denn schlecht funktioniert. Und im Jahr 2022, wir hatten Oberbürgermeisterwahlkampf, hat zum Beispiel auch der jetzige Amtsinhaber, Herr Hilbert, gesagt, ja, er ist auch für die Wiederinbetriebnahme der Fähre am Pieschner Winkel. Und jetzt haben wir hier diesen SPD-Antrag vorliegen, jetzt in Form dieses Ersetzungsantrags, den wir jetzt in den letzten 8 Monaten auch nochmal zurückgestellt haben, um der Verwaltung nochmal etwas Prüfzeit auch zu geben. Denn es gibt unterschiedliche politische Vorstellungen, was hier wirklich realisierbar ist. Und eine Vorstellung ist eben zum Beispiel auch das Thema Fuß- und Radwegbrücke. Das wird ja auch in dem grünen Ersetzungsantrag deutlich. Wir haben aber allerdings trotz 8-monatigem Aufschub und auch durchaus einer gewissen Bereitschaft, da auch nochmal ein paar Prüfrunden zu drehen, am Ende auch wieder nur das Resultat bekommen. Wir brauchen eine Machbarkeitsstudie und die dauert vielleicht auch nochmal 1,5, vielleicht auch 2 Jahre, wenn wir das Ganze auch noch ordentlich ausschreiben müssen. Sprich, wir drehen einfach weitere Prüfrunden. Ne? Sie sehen, es wird geredet, es wird geprüft, dann wird wieder geredet und dann wird erneut geprüft. Und das ist ein Zyklus, aus dem sollte dieser Stadtrat an dieser Stelle einfach mal ausbrechen. Und damit komme ich tatsächlich zu unserem Ersetzungsantrag. Mir ist klar, eine Fähre auch am Pieschner Winkel erfüllt nicht alle Wünsche. Das soll sie am Ende auch gar nicht. Sie ist für den Radverkehr nicht das Nonplusultra. Und ja, sie kostet auch Geld, sowohl in der Errichtung als auch in den Betriebskosten. Das ist klar, das will ich an der Stelle auch nicht vom Tisch wischen. Ja, wir sprechen über, ich glaube, 400.000 Euro war der Wert, den die DVB bei den Betriebskosten mal angegeben haben. Aber Herr Lichti, ich habe jetzt überwiegend das Wort. Gut, und wir wissen, dass das natürlich alles nicht so einfach ist, dass auch eine faire Umweltauswirkung hat und dass sie natürlich auch vielleicht nicht die gleichen Nutzungszahlen erreicht wie eine Brücke. Wir wissen aber auch, dass sie grundsätzlich machbar ist. Wir wissen auch, dass sie höhere Nutzungszahlen haben wird als die Fähre in Laubegast und im Übrigen auch mindestens vergleichbar wie die zwischen der Neustadt und der Johannstadt. Das wissen wir, ist durch entsprechende Prognosen auch der Verkehrsbetriebe unterlegt. All das sind Gründe, die aus unserer Sicht dafür sprechen, hier tatsächlich jetzt diesen Grundsatzbeschluss auch zu treffen, dass wir hier eben nicht weitere Prüfrunden drehen, dass wir sagen, lasst uns jetzt diese Fähre auch in Angriff nehmen, lasst uns das so wie im Ersetzungsantrag beschrieben auch machen, um dann tatsächlich hier mal in einen gewissen Prozess auch zu kommen, denn wir können uns, glaube ich, nicht leisten, dass wir in diesem Stadtrat 5 weitere Jahre dann eine Machbarkeitsstudie haben, die dann wieder auswerten, öffentlich diskutieren, dann gibt es vielleicht irgendwann wieder einen Beschluss, vielleicht kommt zwischendurch noch eine Kommunalwahl, dann werden wir uns hier massiv verzetteln. Deswegen werbe ich dafür, heute hier an dieser Stelle eine Entscheidung zu treffen und tatsächlich zu werden. Vielen Dank. So, jetzt haben wir noch einen Ersetzungs- oder einen Änderungsantrag bei der Grünen vorliegen. Der wäre jetzt an der Reihe eingebracht zu werden. Frau Gaspari. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste auf der Empore und im Livestream.
Ja, die Elbquerung hat eine lange, lange Vorgeschichte, weil die Pieschner einfach sich sagen, auf der anderen Seite, das ist ganz nah, wir könnten auch ohne große Umwege dahin kommen, wir bräuchten nur einen Weg drüber. Und das Ergebnis war immer wieder neue Prüfaufträge an die Verwaltung. Und jetzt haben wir eine breiteste Palette von Vorschlägen, was alles sich welche Auswirkungen hat. Und auf der Basis ist jetzt eine Entscheidung wirklich möglich. Wir Bündnisgrüne sagen, ja, also für uns spielt da, das schlagen wir jetzt mit unserem Antrag vor. Wir sagen, dass es wichtig ist, den Naturschutz an der Stelle zu beachten, denn das haben uns die Leute vom Naturschutz haben uns erklärt, wie wichtig die Elbwiesen sind, dass es dort geschützte Tier- und Pflanzenarten gibt und dass man das unbedingt einbeziehen muss und daran denken muss, die Natur braucht eigentlich gar keine Brücke. Ja, und was untersucht worden ist, ist diese Brücke mit Straßenbahn, die Umweltbrücke. Das ist schon länger nicht mehr wirklich in der Debatte. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Straßenbahn riesig lange Ausläufer in Pieschen hat. Damit müssten Gebäude abgerissen werden. Die Brücke ist mega aufwendig und super teuer und bringt wenig Fahrgastgewinn, sagt die DVB. Deshalb ist die Umweltbrücke nicht mehr in der Debatte. Die E-Fähre, das schlägt die SPD vor. Die E-Fähre, die hat auch, man denkt so, naja, kleines Boot fährt auf der Elbe hin und her, ja, aber sie braucht auf beiden Seiten Anlegestellen. Sie braucht einen Weg von der Elbe hoch in die Messe. Und das alles sind Eingriffe in der Natur und die sind, so sagt die Verwaltung, erheblich größer als durch eine Radfußbrücke. Dann die Betriebskosten. Wenn die Stadtverwaltung sagt, 500.000 Euro pro Jahr mit einem Erlös von 40.000 Euro pro Jahr, das ist eine ganze Menge. Vor allen Dingen, wenn man daran denkt, dass die Fahrgastzahl ungefähr bei 600 Menschen pro Tag liegen wird. Ein Fahrgastgewinn kann ich mir nicht vorstellen, dass da wirklich Leute sagen, ich steige jetzt vom Auto um und nehme da die Fähre und das Fahrrad oder gehe vielleicht sogar zu Fuß zur Messe. Das finde ich unrealistisch und Investitionen von ca. 7 Millionen sind für sowas schon ein mega teurer Spatz in der Hand, würde ich mal sagen. Die Fußradbrücke dagegen, die könnte auf der Pieschner Seite sich in den Gebäudebestand einordnen, sodass nichts abgerissen wird. Eine Radfußbrücke hat keine Betriebskosten. Das ist gerade mal der Brückenunterhalt. Eine Radbrücke wird gerechnet mit nicht 600 Fahrgästen, sondern mit ungefähr 4.500 Nutzungen pro Tag. Das sind ganz andere Größenordnungen. Und die Verwaltung sagt eindeutig, sie hat den geringsten Einfluss in den Naturraum. Denn eine Radbrücke schwebt sozusagen über die Elbwiesen drüber. Natürlich braucht sie auch eine Stütze, sie muss abgestellt werden. Klar, kann nicht an den Wolken hängen, aber der Einfluss ist trotzdem geringer und sie hat ganz definitiv eine echte Lenkungswirkung hin zum Radverkehr, CO2-neutral, klimaschützend. Das ist etwas, was wir mit der Fähre nicht erreichen werden. Wir Bündnisgrüne möchten gerne den optimalen Schutz der Elbwiesen haben und wir möchten gleichzeitig die größte Lenkungswirkung, die wir haben können, zum Klimaschutz. Und das ist eben nun mal der CO2-neutrale Radverkehr, der dazu führen würde durch den Umstieg, dass auch die Straßen in Pieschen vom Kfz-Verkehr entlastet werden würden. Das Fachamt sagt ganz klar, die Umsetzung ist machbar. Das heißt, hier geht es nicht in unserem Antrag, wir schlagen vor, dass wir uns auf eine Fußradbrücke festlegen, aber wir sagen auch mit unserer Machbarkeitsuntersuchung, es soll untersucht werden, was machbar ist und nicht irgendwie drei neue Varianten oder Prüfungen oder sonst was, sondern die Verwaltung sagt, es ist machbar. Das heißt, weitere Untersuchungen sind da nicht nötig. Das ist nicht nur eine Prüfung, sondern da wird eine Trasse dann vorgelegt und diese Trasse ist dann realistisch machbar. Und auf der Basis von dieser realen Trasse, die dann gefahren werden kann, die umgesetzt werden kann, wollen wir einen Beteiligungsprozess organisieren. Denn gerade an dieser sensiblen Stelle sollten wir unbedingt den Naturschutz einbeziehen und den
Fahrradinitiativen und Fußgängerinitiativen. Ja, ich schlage vor, wir treffen eine Entscheidung. Ich freue mich über breite Unterstützung zu unserem Ersetzungsantrag. Vielen Dank. So, jetzt steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Dissidenten, wird das Wort gewünscht? Individuell dann. Ja, ist aber die Zeit dann vorbei. So, dann, ich würde auch die Fraktion dran nehmen, die einen Antrag gestellt hat, damit sie auch zum anderen, deswegen nehme ich alle dran. Wer wird AfD nochmal das Wort gewünscht? Herr Lazinski, bitte. Ja, in aller Kürze. Unser Antrag wurde ja bereits eingebracht. Letztendlich gibt es ja auch einen weiteren Antrag noch und da würde ich auch vielleicht mal auf diesen drauf eingehen, jetzt im Zuge der Fraktionsrunde. Die Kritik, dass sich der Stadtrat droht, hier zu verzetteln, Herr Engel, die teile ich vollkommen. Aber die SPD hat sich an dieser Verzettelei oder Zettelei besser gesagt ja maßgeblich mit beteiligt. Denn in den letzten 8 Monaten, hatten Sie ja selbst gesagt, wurde dieser Antrag von Stadtratssitzung zu Stadtratssitzung geschoben. Der Antrag der AfD ist mittlerweile 18 Monate alt, also 1,5 Jahre. Und der Handlungsdruck, dass wir hier eine Elbquerung brauchen, existiert nach wie vor. Der hätte schon längst realisiert sein können, wenn man ein bisschen zügiger auch hier im Stadtrat und in den Gremien gearbeitet hätte. Wir brauchen diese Fähre dringend. Und was wir unserer Meinung nach nicht brauchen, ist eben genau diese Elbquerung in Form einer Umweltbrücke oder Ähnlichem, wo dann in die Bausubstanz eingegriffen werden muss, wo aufwendige Verkehrswege gestaltet werden müssen, wohingegen wir im Bereich der Erfurter Straße ohnehin schon einen Verkehrsweg auch in der Planung vorgesehen haben für eine Elbquerung. Das sollten wir diese mal genauer angehen, dann auch quasi als Elbquerung, als vollwertige Elbquerung, sowohl für den Fuß als auch für den Radverkehr, als auch für den MIV. Und diese Fantasteleien rund um die Elbquerung am Ballhaus Watzke vielleicht beenden und schnellstmöglich dazu kommen, diese Fähre hier einzurichten. Das wäre mein Appell an alle. Vielen Dank. Als nächstes die Frage Grüne nochmal das Wort gewünscht. Nein. Dann CDU, Herr Böhm. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was machen wir hier gerade für Schauspielerei? Wir tun so, als könnten wir uns in kürzester Zeit eine Fähre leisten und als könnten wir uns, sage ich mal, auch zeitnah eine Brücke leisten. Was gehört zur Ehrlichkeit? Wir haben weder für das eine noch für das andere Geld. Und zum anderen ist es so, da muss ich jetzt mal harsche Kritik an Kollegen Engel richten, den ich sonst sehr schätze, auch für seine moderierende Art, aber es geht nicht. Es geht nicht. Kollege Engel, muss ich ja ganz klar sagen, dass die SPD einlädt zu informellen Runden, wo nicht alle eingeladen sind, alle Bauausschussmitglieder und nicht alle Stadträte die Möglichkeit haben, teilzunehmen, um dann, ohne dass die Ergebnisse, die von der Verwaltung dort zwischenzeitlich immer wieder mal vorgetragen wurden, den kompletten Stadtrat bzw. zumindest dem Ausschuss vorgetragen werden. Das ist nicht in Ordnung, muss ich ganz klar sagen. Ich werde an solchen Runden zukünftig auch nicht mehr teilnehmen, wenn das das Ergebnis ist. Weil es sind dort Aussagen von der Verwaltung getroffen worden, die hier vielen unbekannt sind. Und jetzt gehen wir mal vielleicht auf einige von diesen Aussagen mal drauf ein. Ich gehe mal in Richtung AfD. Wo ist denn der Kollege Pinkert, der sonst immer bei der DVB schreit, sie sollen nichts tun, was an dem richtigen ÖDA vorbeigeht, also an Bus- und Straßenbahnverkehr. Ihr wollt jetzt 500.000 im Jahr für die nächsten 20 Jahre den Verkehrsbetrieben aufs Auge drücken, obwohl ihr doch alles wegnehmen wollt, was dort irgendwie verkehrsfremd ist. So schaut es aus, denn einer muss die Brücke betreiben. Der Kollege Engel hat letztens richtigerweise angemahnt beim Thema Park und Bike, dass doch die Kosten, die der Bürgermeister Kühn jetzt für den Unterhalt der Fahrradparkhäuser an den Bahnhöfen auch der DVB aufwälzen will, dass man die doch auch sicher finanzieren muss und auch nicht einfach mal der DVB zuschlägt, weil wir uns dann wieder alle wundern, dass das Geld nicht reicht. Und warum reicht es nicht? Weil wir seit Jahren die DVB mit den diversen öderfremden Aufträgen belasten. Und was hat die DVB gesagt in dieser informellen Runde? Die DVB hat gesagt, wenn uns keine Sicherheit vorgelegt wird, dass für 20 Jahre das Thema Fähre per Konzession
uns finanziert wird mit 500.000 pro Jahr, dann wird sie dort diesem Thema sich nicht weiter zuwenden. Und 20 Jahre, 500.000 pro Jahr, da reden wir über 10 Millionen Euro, über die der Stadtrat hier und heute eigentlich beschließen müsste. Das steht aber hier nie drin. Kollege Engel, wir wissen alle, was das Thema kostet. Es ist bekannt, dass die Fähre eine 500.000 kostet. Jetzt gehen wir zu den Investitionskosten. Wir haben ja heute noch eine schöne Vorlage, wo die TWD uns Geld für die Altschulden von DVB und Bäderbetrieb zurückhaben möchte. Stelle ich Ihnen die Frage, wer soll denn die 4 Millionen für die Fähre und für den Ausbau investieren? Über TWD wird es auch nicht mehr laufen und über den städtischen Haushalt auch nicht. Also, es ist kein Geld da für eine Fähre. Wir haben das Brückenthema immer favorisiert und ich bitte jetzt schon mal um eine Auszeit, Herr Bürgermeister. Wir würden uns dann noch mal mit dem Antrag der Grünen auseinandersetzen wollen. Fanden natürlich auch das Thema Seilbahn spannend, weil es was Innovatives war. Wir wissen ja alle, was damals am Elbhang in Loschwitz gebaut wurde, das ist ein Thema, was heute noch trägt, was heute noch die Leute interessiert. Es werden die wenigsten Eingriffe in die Umwelt. Man baut auf 4.000 Metern mit Hubschraubern Seilbahnen auf, die Stützen. Also da ließe sich viel tun, aber eine Brücke wäre auch eine Lösung. Nur auch da muss man natürlich klar vorgehen und muss das Thema Finanzierung und Machbarkeit sehen. Und so schnell, wie das die Grünen wollen, geht das auch nicht. Also wie gesagt, aktuell ist es für uns ja sehr schwierig, überhaupt was zuzustimmen. Und ich muss das Verfahren, was hier vorgenommen wurde, mehr als kritisieren. Es kann nicht angehen, dass Teile des Stadtrates nicht informiert werden und dass wir hier Ausschussarbeit machen, was sonst immer gerne auch von der SPD hier angekreidet wird. Danke. Als nächste Fraktion, Fraktion Die Linke, Herr Mattis. Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, also ganz früher gab es dort mal drei Fähren an der Ostra-Insel. Eine Richtung Übigau, eine nach Pieschenrüb und eine zur Neustadt. Eine ist nach dem Zweiten Weltkrieg eingestellt worden, eine irgendwann mal zu DDR-Zeiten, in, ich glaube, 50er oder 60er Jahre und die letzte 1996. Und seit ich hier im Stadtrat bin, gibt es immer wieder den Wunsch und entsprechende Anträge, es möge dort wieder eine Fähre fahren. Und das waren ganz unterschiedliche Parteien. Am Anfang, als Erste, was ich mich erinnere, war Jan Mücke von der FDP. Dann hat es mal die CDU auf dem Schirm gehabt, die PDS natürlich, später die Linke. Die Grünen waren, glaube ich, auch mal dabei. Ich weiß es nicht mehr. Also es war wirklich bunt durchs ganze politische Spektrum. Jetzt hat sich auch der AfD als Letzte noch drauf gesetzt. So, und warum wollen die Leute die Fähre? Weil die Fähre an dieser Stelle ist schön, sie schafft Lebensqualität und es gibt eine große Sehnsucht danach. So, und Achtung, sie rechnet sich natürlich nicht. Das wissen wir auch, sie rechnet sich nicht. Es ist völlig logisch, jeder kann von der Innenseite der Elbe auf dem Umweg auch ohne Fähre hinkommen, mit einem Auto oder mit der Straßenbahn, wie auch immer. Ergo sozusagen sind die Kosten, zusätzliche Kosten, die an der Stelle entstehen und sich nie rechnen. Das trifft übrigens dann für jede andere Fähre auch zu. Es ist mit Recht von Herrn Engel gesagt worden, genauso könnte man dann auch in Johannstadt argumentieren oder in Pillnitz. Es ginge immer auch ohne Fähre. Und trotzdem wird immer wieder von den Menschen in Pieschen vor allen Dingen, gerade wegen der Freizeitnutzung des Ostra-Geheges, ich meine, das ursprüngliche Problem Berufsverkehr spielt heute keine entscheidende Rolle mehr, gewünscht, man möge die Fähre wieder in Betrieb nehmen. Und wenn man will, geht es auch mal, zum Beispiel beim Kirchentag wurde mal temporär eine Fähre in Betrieb genommen. War eine schöne Sache. So. Und jetzt sollten wir uns einfach darüber unterhalten, ob wir uns das leisten wollen, diesen Luxus in gewisser Weise und wieder eine Fähre an dieser Stelle wollen, weil sie sich viele, viele Menschen wünschen. Und dann bitte nie immer wieder, und das ist so, es ist in Dresden, dann alle möglichen Brückenfantasien draufhauen. Also sozusagen immer, wenn der Fährenantrag kommt, kommt irgendeiner um die Ecke und will irgendeine Brücke. Und dann geht die Diskussion los. Es fängt mit einer Fußgängerbrücke an, von den Grünen. Und dann haben wir die
dann haben wir die Varianten gesehen, dann wollte jemand noch die Straßenbahn drauf haben, bei einer Variante wurden dann ganze Häuserblocks abgerissen. So, also es vollkommen absurd. Der entscheidende Unterschied, alle diese Brückenvarianten, frühestens, ich habe nichts prinzipiell gegen neue Brücken, aber da reden wir von Zeiträumen, frühestens 20, 25 Jahre Realisierung. Eine Fähre könnte mit gutem Willen in einem halben Jahr realisiert werden. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das oder wollen wir das nie? Und das kann man abwägen, natürlich kann man die halbe Million abwägen. Ich persönlich wollte an dieser Stelle eine Fähre und deshalb werde ich den sinnvollen Anträgen, die dazu kommen, in dem Fall dem von der SPD, zustimmen, damit dort an dieser Stelle wieder eine Fähre kommt. Relativ kurzfristig, weil ich weiß, dass sich das insbesondere in Pieschen, aber auch darüber hinaus in Dresden viele Menschen wünschen. Vielen herzlichen Dank. So, wird SPD noch mal das Wort gewünscht? Herr Engel, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Diskussion war jetzt ja durchaus spannend. Und es ist, das Problem ist ein bisschen deutlich geworden. Frau Kaspari, Ihr Redebeitrag hat ganz, ganz viel Konjunktiv enthalten. Hätte, könnte, vielleicht. Ja, das genau ist das Problem. Wir bewegen uns da in einer ewigen Schleife, die uns bisher nicht wirklich zu einem Ergebnis gebracht hat. Und Sie haben auch das Wort Machbarkeitsstudie in den Mund genommen. Ja, es geht eben auch darum, ob das überhaupt machbar ist, weil es gibt ja zwei Ebenen von Machbarkeit. Es geht das, was ingenieurstechnisch machbar ist, im Sinne von, kann ich, wenn ich über den, ich sag mal so, Biergarten des Ballhaus Watzkes gehe, kann ich da eine Brücke errichten? Ja, das geht sicherlich ingenieurstechnisch. Die Frage ist, ob es auch städtebaulich zum Beispiel ansatzweise vertretbar ist. Ja, also eine Einführung, also der, die, wir haben die Diskussion ja auch mehrfach schon geführt. Es wird immer davon gesprochen, dass das Stadtteilzentrum der beste Ort ist, um tatsächlich eine solche Brücke auch unterzubringen. Und das wäre eben im Bereich des Ballhaus Watzkes, Kleines Watzke, dort auch an dieser Tiefgarageneinfahrt, die durch den Juwelendiebstahl eine gewisse Berühmtheit in Dresden erlangt hat. Und dort müsste man dann entsprechend eine Brücke einführen. Dafür wollen Sie auch Trassen frei halten. Was wollen Sie denn da frei halten? Da ist ja eben nichts frei. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Sie müssen dann halt eben überlegen, wie kriegen Sie das da irgendwie drüber gefriemelt? Vielleicht müssen Sie das kleine Watzke auch abreißen. Also das ist alles ganz spannend, weil man muss sich ja mal vor Augen führen, dass daran hat sich nie etwas geändert, dass man an der Kötschenbroder Straße am Watzke 5 bis 6 Meter über Straßenniveau rauskommt. Und das muss man irgendwie abwickeln, in welche Richtung auch immer. Und das ist das ganze Problem eigentlich bei allen Brückendiskussionen, die wir hier an dieser Stelle auch führen. Und wir haben tatsächlich die letzten Monate auch im Hintergrund Diskussionen geführt, das stimmt tatsächlich, aber sie haben eben zu nichts wirklich substanziell Neuem auch geführt aus unserer Sicht, weil wir eben nicht weitergekommen sind bei der Frage der grundsätzlichen Machbarkeit einer Fuß- und Radwegbrücke. Ich will an der Stelle auch sagen, auch eine Brücke wird Betriebskosten verursachen, nicht in demselben Maße, das ist auch, gehört auch zur Ehrlichkeit dazu, aber man sollte es auch nicht komplett wegreden. Und ja, unter Umständen hat sie, kann das auch da umwelttechnisch funktionieren, wenn man auch besser funktionieren, aber sie hat natürlich auch andere Auswirkungen in der Bauphase, weil natürlich dann einmalig sehr, sehr stark eben in den Elbraum auch eingegriffen werden soll. 2019 haben die Grünen selbst noch in einem Änderungsantrag auch die Fähre mitgefordert hier im Stadtrat. Ich kann mich zumindest, also habe zumindest noch etwas Entsprechendes auch im Gremieninfo auch gefunden. Das fand ich damals auch sehr, sehr gut, dass sie das gemacht haben. Ich würde darum werben, dass wir heute den Ersetzungsantrag hier beschließen. Beim AfD-Antrag ist ein bisschen das Problem, dass ja, wir fangen mal temporär an. Ich glaube, das befreit uns vom Großteil der Investitionskosten halt nicht. Und das ist ein bisschen die Krux an der ganzen Sache. Wir stehen hier für eine dauerhafte Lösung und wollen die jetzt hiermit auch auf den Weg bringen. Vielen Dank. Wird FDP das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, Freie Bürger, Herr Nitsche. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren Stadträte, liebe Pieschner, liebe Dresdner, wir haben jetzt hier eine sehr leidenschaftliche Debatte bezüglich einer Elbquerung von Pieschen ins Ostragehege gehört.
Ich mache aus meinem Herzen keine Mördergrube. Ich persönlich finde ja die Seilbahn am attraktivsten. Der Ausblick auf unser schönes Dresden könnte einmalig sein. Es ist aber leider finanziell nicht darstellbar. Und es geht hier nicht um persönliche Wünsche, sondern es geht um das Wohl der Dresdner. Und ich glaube, der grundsätzliche Wille nach einer Elbquerung ist da. Das haben wir jetzt mehrfach eindeutig gehört. Was wir noch nicht ganz so genau wissen, sind die möglichen Nutzungszahlen. Was wir nicht ganz genau wissen, ist, was für eine Möglichkeit ist sozusagen die beste. Unsere Meinung ist, dass wir den Antrag der SPD-Fraktion unterstützen werden. Wir halten es sinnvoll, wenn eine Fährverbindung diese beiden Ufer verknüpft, und wir halten es auch sinnvoll, wenn es bis zum 30. September diesen Jahres einen Vorschlag bezüglich Finanzierung, Investitions- und Betriebskosten geben kann und der neue gewählte Stadtrat dann ist in seiner Verantwortung hat, darüber abzustimmen, was für einen Weg er wählt oder aber sich von dieser Idee verabschiedet. Vielleicht geht man auch noch mal die Möglichkeit eines zweijährigen Verkehrsversuches mit einer Elbfähre. Ich könnte mir das durchaus vorstellen. Unsere Stadt gibt viel Geld für Verkehrsversuche aus. Und ich glaube, ein Versuch in diesem Punkt wäre sinnvoll. Beantrage ich jetzt aber nicht. Was ich jetzt mache, ist zwei Änderungen beantragen innerhalb des Antrages der SPD-Fraktion. Und zwar folgendes. Es gibt den Punkt 1. Emissionsloser Fährbetrieb, zum Beispiel mittels eines Elektroantriebs vorzusehen. Da würden wir ersetzen durch ein emissionsloser Fährbetrieb zu prüfen. Und wir beantragen, dass der Beschlusspunkt 5 der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Verkehr, Bau und Liegenschaften aufgenommen wird. Dieser beinhaltet die temporäre Verlängerung der Buslinie 79, um darzustellen, was für Kosten diesbezüglich entstehen, was für eine Dauer bei der Umfahrung zeitlich rauskommen würde und was das für Auswirkungen auf die Nutzung der Buslinie 79 hat. Denn es ist uns auch klar, das Ostra-Gehege hat in den letzten Jahren eine sehr, sehr positive Entwicklung genommen. Durch die Messe, durch viele Aktionen, viele Veranstaltungen, durch die Investition in das Nachwuchsleistungszentrum. Das Ostra-Gehege wird wesentlich besser angenommen als noch vor 10, 15 Jahren. Und eine Anbindung in alle Richtungen halten wir für sehr sinnvoll. Vielen Dank. So, damit wären wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Redebeiträge haben wir jetzt signalisiert in der Reihenfolge Herr Dr. Schulte-Wissermann, dann Herr Pinkert, dann Herr Löser, dann Herr Lichti in dieser Reihenfolge. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, Herr Lichti, ich habe noch gar nichts gesagt. Also, so. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich möchte zuerst einmal grundsätzlich beginnen mit, warum eine Brücke, eine Fahrradfußbrücke an der Stelle sehr gut ist. Erstens, weil, das ist jetzt ein verkehrstheoretisches Argument, weil es einfach sehr gut ist, das Tollste, das Beste, der Shit in Tüten, wenn zwischen zwei Ortszentren, Ortsteilzentren eine Verbindung besteht, die zu Fuß und mit dem Fahrrad schneller gemacht werden kann, Dankeschön, als mit dem Auto oder der Bahn. Weil die Menschen sind faul und sind zeiteffizient. Wenn etwas schneller ist, benutzen sie es auch. Das Zweite ist, und jetzt vielleicht die, die mit Geld umgehen wollen, es ist auch die effizienteste, geldeffizienteste Art und Weise, Infrastruktur zu schaffen, weil mit einer Brücke, die dort ungefähr, wenn ich jetzt mal die Inflation mitrechne, wahrscheinlich so 20 Millionen kosten wird, habe ich riesige Effekte. Und vor allen Dingen, ich habe auch riesige Effekte, die ich mit sonst, auch wenn ich mich auf den Kopf stelle, nicht machen könnte, weil der
rechtselbische Elbradweg ist jetzt schon überlastet. Eigentlich den ganzen Frühjahr, Sommer, Herbst. So, den kann ich vielleicht ein bisschen breiter machen, aber an vielen Stellen kann ich ihn nicht breiter machen. Die einzige Chance, da Entlastung zu bringen, ist, wenn die Leute in Pieschen rüber auf die andere Seite fahren. Die Leipziger Straße, wir wollen ja noch am Leipziger Bahnhof Häuser machen, eigentlich noch eine an den Hufewiesen, dann hinten vorm Elbepark und im Ostseegehege gibt es neue Arbeitsplätze und es gibt dort eine riesige Sportarena, die wir mit 5000 Leuten zyklisch füllen wollen. Wie wollen denn die Leute dahin? Also, das Beste ist, wenn wir eine Brücke dort haben, weil dann nehme ich auch zum Beispiel die Leipziger Straße, die wir auch nicht ausbauen können, sozusagen von Verkehr verschont wird. Und all diese Gründe führen mich dazu, dass ich eigentlich relativ entspannt bin. Ich weiß nicht, ob heute was Sinnvolles abgestimmt wird, aber das Thema Fußradbrücke wird kommen. Das Thema Umweltbrücke ist mehr oder weniger abgefrühstückt. So wie ich die DVB verstanden habe, ist das wahrlich irgendwie ein zu großes Projekt und Sie können jetzt auch nicht sagen, wann sich das für die lohnt. Also Umweltbrücke brauchen wir nicht mehr drüber reden. Eine Fähre ist auch eine schöne Sache, ich bin auch für eine Fähre. Sie wird aber das Grundproblem nicht lösen, dass wir halt viel mehr Verkehr ins und durchs Ostra-Gehege bekommen werden und das werden wir nur mit einer Brücke lösen, deswegen bin ich da relativ entspannt. SPD-Antrag werde ich heute zustimmen, Grünen-Antrag werde ich auch zustimmen. Mal sehen, vielleicht kriegt ja irgendwas eine Mehrheit. Ich möchte noch betonen, das ist jetzt meine persönliche an. Herr Lichti hat eine vollkommen andere Meinung, das ist aber auch ganz gut. Und von daher, wir werden sehen und ich sage Ihnen eins, die Verwaltung wird schneller kommen mit einem Brückenvorschlag, als wir uns das alle vorstellen können. Dankeschön. Okay, dann Herr Pinkert, dann Herr Löser, dann Herr Lichti. Bitte schön, Herr Pinkert. Sehr geehrter Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrte Bürger. Herr Böhm, also grundsätzlich haben Mobibike, Mobiwelt wenig mit einer Gierseilfähre zu tun, ja? Dass man das versucht jetzt zu verunglimpfen und uns vorzuwerfen, weil wir gegen Mobibikes und gegen diese Anruftaxis sind, die auch dem Taxigewerbe Schaden zufügen. Nachweislich ist schon eine sehr tolle sportliche Leistung von Ihrer Seite. Grundsätzlich, warum haben wir eigentlich gesagt, eine Gierseilfähre? Ja, das ist ein ökologischer Antrieb, wo doch die Grünen so gerne ökologisch sind. Wir sind es wirklich und zwar mit Verstand. Und das Nächste ist natürlich eine Brücke. Wir wissen genau, wie zum Beispiel die Stadtverwaltung in Bezug mit Brücken umgehen kann. Ich sage nur, Desaster, blaues Wunder. Das nächste Desaster haben wir irgendwann an der Flügelwegbrücke, die wird auch nicht gewartet. Ja? Das sind alles Brücken, die irgendwo uns immer wieder auf die Füße fallen und trotzdem nicht in Stand gehalten werden. Eine Fähre ist relativ schnell und preismäßig bedeutend preiswerter zu installieren. Das muss man immer wieder sagen. Ob das eine saisonale Fährverbindung ist zum Start, um das auszutesten und dann vielleicht durchgängig über das ganze Jahr genutzt wird, weil eben die Kundennachfrage vorhanden ist, ist eine andere Geschichte. Des Weiteren eine Verlängerung der Buslinie einfach nur so, wenn so eine Fähre an den Start gehen sollte, ist schon mal von der Seite fraglich, aus einem ganz anderen Grund, wer sich entscheidet, zu Fuß zu gehen oder Rad zu fahren, nimmt auch 400 Meter von der Anlegestelle der Fähre in Kauf bis zur Endhaltestelle der Linie 10. Dankeschön. Dann nächster Redner, Herr Löser, gleich vom Platz, bitteschön. Ja, vielen Dank. Also wir sind ja hier kurz davor, eine weitere sehr finanzwirksame Entscheidung innerhalb dieses Stadtrats relativ ad hoc zu treffen, wie gestern ja auch schon. Und da gibt es ja auch interessante Mehrheiten, die sich hier plötzlich bilden. Wir hören von einem Geheimgespräch. Ich würde gerne mal wissen von der Verwaltung, ob dazu Erkenntnisse vorliegen. Was ist das für eine Grundlage, die besprochen wurde? Und wenn die Verwaltung dort Vorzugsvarianten geäußert hat, wäre das ja auch wichtig, das hier nochmal zu hören. Ich bedauere sehr, dass es keine Rücküberweisung in den zuständigen Fachausschuss gab, denn dort hätte man das nochmal besprechen können. Okay, hat man vorgesehen mit Herrn Kühn, wird man dann, bevor man die Auszeit gehen würde, Herr Kühn da nochmal dazu Stellung nehmen. Jetzt Herr Lichti, danach Frau Kaspari.
Ist das eigentlich immer so niedrig hier? Das ist irgendwie lästig. Das Pult ist so niedrig. Das Pult ist so niedrig immer. Das ist scheiße. Geht mal eine Leiter hinstellen. Herr Donhauser, Sie haben jetzt heute und gestern wirklich schon Ihr Konto ein bisschen ausgeschöpft. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will einfach noch mal ein paar andere Punkte in dieser Endlosdebatte ansprechen, lieber Stefan Engel. Hier spricht keiner über Naturschutz. Vielleicht hat es der eine oder andere wahrgenommen, vielleicht nur aus dem Augenwinkel heraus, dass der BUND, ich glaube im letzten September, eine Pressemitteilung und eine Petition gestartet hat, wo er gefordert hat, dass in diesem wertvollen Naturraum genau gar nichts passiert. Und er hat es auch sehr gut begründet. Ich sage nur Stichwort an, weil es ist nicht nur dort die vorhandene Fauna und Flora, ganz alte, Herr Dr. Brauns, erinnern sich noch, wir haben dort Wachtelkönige und so weiter, Waldschlösschendebatte. Wir haben da aber auch noch viele andere wertvolle Lebewesen. Es ist auch einer der längste unzerschnittene Elbraum, Elbwiesenraum, den wir in Dresden haben. Und das ist ein Wert an sich. Und wer sich da ein bisschen auskennt, der dort manchmal spazieren geht, der weiß, es ist tatsächlich einer der wertvollsten Naturräume, die wir in Dresden haben. Und zwar auch innenstadtnah und auch relativ unberührt. Also ein wunderbarer Raum. Und was mich halt bei diesen Debatten immer ärgert, ist, dass für viele ein Naturraum nur ein derzeit noch nicht total versiegelter oder bebauter Raum ist. Nein, das, was dort da ist, ist vollgültig, das ist schön, das ist gut und das ist bewahrenswert. Jetzt zu den Varianten Radbrücke. Der Kollege Engel hat es viel, viel besser sagen können als ich dargestellt. Es ist viel zu teuer. Es ist, sage ich mal, bis irgendwann mal, ja, 2035, 40. Da ist es sogar die Strecke nach Prag schneller gebaut, hat man den Eindruck. Die Gründung, ich habe jetzt gerade mit ihm gesprochen, naja, ich dachte, wir kommen da irgendwie durch, aber er wird sich besser beschäftigt haben, also wo er dann auf der Pieschener Seite tatsächlich dann dort ankommt mit der Brücke, schönes Fragezeichen. Und ich sage Ihnen ganz offen, wenn in Dresden über Brücken gesprochen wird und Brücken geplant werden, dann sind es am Anfang immer ganz schöne, schmale Brücken und am Schluss ist es eine Autobahnbrücke. Es wurde hier auch schon angesprochen, was mit der Waldschlösschenbrücke passiert ist. Ich sage auch ganz offen, eine Fähre dort würde mir sehr gut gefallen. Ich würde sehr gerne mit dieser Fähre fahren, es ist wunderbar, man kann dann wirklich gucken, man hat ein Gefühl für den Raum, fände ich klasse. Ich sage sogar, ich könnte mich vielleicht sogar auch breitschlagen lassen, zu sagen, wenn man tatsächlich nicht nur einen formalen Ausgleich, sondern einen echten Naturschutzausgleich an anderer Stelle hinbekäme, aber in Dresden haben wir ja auch die Erfahrung, dass das dann nie stattfindet, sondern im Grunde dann der Naturraum weggenommen wird, ohne adäquaten Vergleich. Aber, und was mich dann am meisten ärgert ist, wir reden hier über eine 500.000 pro Jahr. Wir wissen alle, die DVB hat erhebliche Probleme, das Ausbauprogramm, mal beschlossen hatten, ist im Grunde auf Eis gelegt und wir diskutieren hier ein Luxusprojekt, das wünschenswert ist, aber wir haben eine Linie 5 verschoben von Johannstadt nach Plauen. Ich sage mal auf den Punkt gebracht, da wäre sogar eine Verlängerung der S-Bahn oder Verlängerung der Straßenbahn, sorry, nach Weißig, sinnhafter als hier dieses Ding. So schön wie eine Fähre wäre. Ich bitte doch wirklich, tun wir doch mal erkennen, was die tatsächlichen Probleme dieser Stadt sind, wo man tatsächlich investieren muss und schlagen wir uns einfach diese wunderschönen, tollen Luxusprojekte mal aus dem Kopf, die den Leuten etwas vorgaukelt, was die Stadt insgesamt nicht voranbringt. Vielen Dank. Okay, jetzt Frau Kaspari, danach Frau Vorwieser. Ich muss Sie gleich mal korrigieren, Herr Lichti. Sie haben es wunderbar ausgeführt, wie schön der Naturraum ist, der dort geschützt werden muss. Und das habe ich auch in meiner Rede gesagt, genau das, dass für uns nämlich zwei Herzen in der Brust schlagen. Eins für den Radverkehr, weil er CO2-neutral ist und eins für den Naturschutz, genau dort, den wir unbedingt erhalten müssen. Und diese Entscheidung fällt uns sehr, sehr schwer. Jetzt zu der Radbrücke nochmal. Der Platz in Pieschen könnte doch auch sein. Ja, ich sage könnte, weil das ist etwas, was noch nie untersucht worden ist oder was wir nicht wissen können. Die Verwaltung sagt, ja, die Brücke ist machbar.
Aber natürlich müssen Ingenieure vertiefte Untersuchungen machen, um dann sagen zu können, aufgrund dieser und dieser Berechnung ist an diesem Standort genau dort die Brücke umsetzbar. Und diese konkrete Untersuchung, die möchten wir und damit eine Radbrücke erreichen. Nur auf dieser Basis ist eine wirkliche Entscheidung zwischen einer Fähre und einer Brücke möglich oder eine Entscheidung für eine Brücke, weil wir den Standort kennen. Ja, hier haben viele davon geredet, dass die Messe wächst. Mengen von Gästen, die dort kommen, die anreisen wollen. Und Sie bieten hier, SPD-Linke, eine Fähre, die 600 Leute am Tag transportiert. Und wie viele Leute stellen Sie sich eigentlich vor, wenn die Messe dann stattfindet, passen dann auf die Fähre? Ich habe Straßenbahnen erlebt, die überfüllt waren. Da fuhr eine nach der anderen. Wir sind zu Fuß gegangen, weil die Leute zur Messe nicht kamen. Und Sie reden hier von einer Messe, von einer Fähre. Dagegen eine Radbrücke, die schon im normalen Tagesablauf 4.500 Menschen auf die andere Seite bringt, das sind ganz andere Dimensionen. Sie reden davon, dass die Fähre für die Erholung da ist. Ich schätze die Pieschner, ich verstehe, sie haben zu wenig Grün und sie bieten ihnen den Erholungsraum auf der anderen Seite. Ja, kann ich verstehen. Aber wir haben so oft in diesem Stadtrat über die Finanzprobleme der DVB geredet, über das, was da bevorsteht. Werden wir Kürzungen erleben oder wie stellen Sie sich eigentlich vor, das zu finanzieren? Und in dieser Situation, wo wir wirklich nicht wissen, wie es weitergeht mit der DVB, kommen Sie und bürden ihr einfach mal so, weil es gerade schön ist, 500.000 Euro im Jahr extra auf als Betriebskosten. Ich sage Ihnen, jetzt ist einfach nicht die Zeit, der DVB noch eine Fähre zuzumuten, ohne dass es auch noch Fahrgastgewinn hätte, weil das, die Fähre, die führt zu keinem Fahrgastgewinn. Lassen Sie uns bitte eine vernünftige... Dank. Frau Vorwieser, bitte. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor hier irgendwelche Gerüchte, es ist ja auch Presse und Öffentlichkeit im Raum, entstehen, weil hier immer von ominösen Geheimtreffen die Rede ist. Kollege Löser hat ja bei einem vorhergehenden Tagesordnungspunkt die SPD geradezu aufgefordert oder hat ausgedrückt, er hätte sich gewünscht, wir hätten uns vorher um Mehrheiten für ein vorher besprochenes Thema gekümmert. Machen wir ja gern, wir übernehmen auch gern den Job der größten Fraktion in diesem Stadtrat. Aber um das nochmal klarzustellen, unser Verkehrspolitischer und lokaler Stadtrat Herr Engel hat selbstverständlich zu Gesprächen Fraktionen oder Vertreter von Fraktionen eingeladen, bei denen wir nicht ganz genau wussten, wie sie sich jetzt zu diesem Antrag hier verhalten werden und bei dem wir darum werben wollten, dass sie dem möglicherweise zustimmen, damit wir eben vorher wissen, ob es eine Aussicht auf eine Mehrheit gibt oder nicht. Das waren Vertreter der Grünen, der CDU und der Dissidenten. Es ging darum, tatsächlich eine mehrheitsfähige Variante auszuloten. Ich weiß nicht, ob das aus Sicht der Grünen insbesondere, aber auch der Kollege Böhm hatte das ja kritisiert, irgendwie verwerflich ist. Für uns ist das vollkommen selbstverständlich. Insbesondere und gerade bei diesem Tagesordnungspunkt, wir haben hier über 8 Monate als Fraktion, ich habe es regelmäßig auch häufig im Ältestenrat angesprochen, nochmal vertagt mit dem Warten auf angekündigte Verwaltungsergebnisse und nochmal vertagt und nochmal vertagt und haben dann halt irgendwann gesagt, so jetzt begeben wir uns auf die Suche nach Mehrheiten und das stellen wir heute hier zur Abstimmung. Gut, dann veranlasst das jetzt Frau Krause, dann Herr Lippmann. Und wie gesagt, um das zeitlich so ein Stück weit einzuordnen, dann ist angedacht, dass Herr Baubürgermeister Kühn nochmal dazu sich äußert. Dann haben wir noch die Auszeit und dann haben wir bitte alle im Blick, dass heute 21 Uhr schon Schluss ist. So, bitte Frau Krause. Ja, vielen Dank, Herr Erster Bürgermeister. Liebe Frau Kollegin Frohwieser, ich möchte doch gerne Ihre Liste noch ein wenig ergänzen. Nicht nur die aufgezählten Fraktionen sind bei dem Treffen anwesend gewesen, sondern auch Vertreter der DVB AG und aus der Stadtverwaltung Mitarbeiter, die erklärt haben, was fachlich für Dinge erforderlich sind. Ich habe nur an einem der Treffen teilgenommen,
Aber wie mir berichtet wurde, ist dann das, was jetzt in der Essenz in dem Änderungsantrag der SPD-Fraktion aufgeführt wird, nicht das, was die Stadtverwaltung zuletzt dort referiert hat. Und vielleicht kann ja Herr Kühn dazu auch noch mal was sagen. Okay, Klaus Lippmann, bitte. Von hier aus machen. Vielen Dank. Also für mich persönlich und für die Freien Bürger ist eine weitere Brücke zwischen Flügelwegbrücke und Marienbrücke im Elbraum eigentlich unvorstellbar. Schon die Querung, die von der Elbmole in Pieschen rüber zum Ballhaus Watzke ist, war damals ja hart umstritten. Sie wird jetzt gut angenommen von den Radfahrern, gehört nun mittlerweile zu Pieschen dazu, okay. Aber eine weitere Brücke in diesem Raum unvorstellbar. Die Position der Grünen kann ich jetzt, also hat mich jetzt ganz stark überrascht, sage ich jetzt mal freundlich. Es gibt vom BUND bezogen aufs Osttaggehege ja ein ganz klares Votum, dass dort also jeglicher Verkehr sinnvollerweise nicht stattfinden oder eingebracht werden sollen. Der Elbraum bzw. das Osttaggehege an der Stelle ist tatsächlich ein ganz wertvoller Raum, der dem Naturschutz vorbehalten bleiben soll. Und das Kostenargument nochmal angebracht, ich habe keine Ahnung, was so eine einfache Radbrücke kosten wird, aber da reden wir sicherlich auch über 50 Millionen. Und dem, na, für 15 Millionen kriegst du heute nichts mehr. Aber egal, wenn sie 50 Millionen, das lässt sich besser rechnen, wenn sie 50 Millionen kostet, dann sind die 500... Dann kann man ausrechnen, sind die 500.000, die jährlich für eine Fährverbindung minus den Verkehrsbetrieben angerechnet sollen. Also für das Geld kann man 100 Jahre Fähre fahren. Vielen Dank. Gut, weitere Wortmeldungen sehe ich nicht. Dann wäre der Vorschlag, bevor wir jetzt in die Pause gehen, der Baubürgermeister. Und dann würden wir 10 Minuten Pause machen und dann in die Abstimmung eintreten. Herr Kühn, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren Stadträte, bei den interfraktionellen Beratungen zu dem Antrag von der SPD haben wir ein paar Erkenntnisse vorgestellt. Da will ich Ihnen kurz ein paar Ergebnisse übermitteln. Richtig ist, dass es schon sehr lange Prüfungen gibt zu einer Querung oder zu Querungsvarianten zwischen Pieschen und dem Ostra-Gehege. Und dass es eben ein sensibler Raum im Stadtgefüge ist, zeigt wahrscheinlich auch, dass dort sehr viele Untersuchungen in der Vergangenheit gemacht wurden, die sich auch mit städtebaulichen Fragen, nicht nur mit verkehrlichen Fragen auseinandergesetzt haben, sondern auch naturschutzfachlichen Fragen. Und die Entscheidung eben keine leichte ist. Ich will Ihnen ein paar Rahmenbedingungen nennen, beziehungsweise ein paar Ergebnisse, die wir damals vorgestellt haben. Es wurde angesprochen, man könnte ja die Buslinie 79 weiterfahren lassen. Das ist untersucht worden. Da gibt es ein Fahrgastpotenzial von 200. Betriebskosten 1 Million pro Jahr fällt also raus. Bei der Fähre muss man Folgendes sagen. Also Gierseilfähre an Fähren sind schon gar nicht mehr genehmigungsfähig. Das vielleicht mal vor die Klammer gezogen. Ob Elektrofähren, also sozusagen klimaneutrale Fähren, sind wünschenswert, aber es gibt bisher noch kein Bundesförderprogramm, was das unterstützt. Es gab ja eine Vorplanung für eine Fährverbindung aus dem Jahr 2018, dass man von ungefähr 4,2 Millionen Kosten ausgegangen. Wir schätzen, dass man also jetzt ungefähr von 7 Millionen ausgehen müsste. Betriebskosten ist schon mehrfach genannt worden, schätzungsweise 500.000. Wichtig ist aber an der Stelle auch nochmal zu wissen, diese Fähre kann auch nicht innerhalb von einem halben Jahr eingerichtet werden. Also wer das behauptet, streut hier anderen Leuten Sand in die Augen. Es ist ein Genehmigungsverfahren notwendig. Es ist eine Querung über eine Bundeswasserstraße. Es gibt relevante naturschutzfachliche Belange. Es läuft auf ein Planfeststellungsverfahren raus. Am Pieschener Winkel ist das mit der Barrierefreiheit einer Fähre nicht so einfach und damit auch mit dem Eingriff. Das heißt, die Einschätzung fachlich ist, dass im Bereich Naturschutz eine Fähre mehr Konfliktpunkte hat als eine Brücke. Natürlich ist es so, dass die Frage der technischen und baulichen Planung einer Fußradbrücke
auch mit Blick auf den Kostenvergleich zu einer Fähre, erstmal Planung erfordert. Das ist bisher noch nicht vertieft erfolgt. Richtig ist, mit einer Radfußbrücke kann man 7-mal so viele Menschen von A nach B bewegen, ob nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad, als mit der Fähre. Deshalb haben wir in dem Treffen gesagt, eine nachhaltige Verbindungswirkung aktuell hat eher eine Fußradbrücke, hätte den fachlichen Vorzug. Das Thema ÖPNV-Brücke ist schon angesprochen worden. Da ist die Einschätzung die, dass mit Blick auf Kosten und Nutzen, hat die Verkehrsbetriebe ja deutlich gemacht, dass im Moment noch mit dem Eingriff, der notwendig ist, durch so eine massive Brücke, die Wirkung gering wären. Dort, Herr Lippmann, ist man tatsächlich davon ausgegangen, mit Planungsstand oder mit Stand 2020, dass so eine Umweltverbundsbrücke in der Größenordnung von 50 Millionen kostet. Eine Zahl für eine Radfußbrücke kann ich im Moment nicht seriös sagen, weil es dafür, wie gesagt, noch keine technische oder bauliche Planung an der Stelle gibt. Insofern fand ich tatsächlich den Hinweis, den Herr Böhm gebracht hat, zu sagen, man muss eigentlich, um dort wirklich eine substanzielle Entscheidungsgrundlage haben, das eine oder andere tatsächlich nochmal untersuchen, um wirklich einen belastbaren Vergleich zwischen beispielsweise Fähre und Radfußbrücke vorzunehmen, um so eine Entscheidung wirklich auf ein solides Fundament zu bringen. Und da ist vermutlich hier die Stadtratssitzung nicht das richtige Gremium. Sie haben uns im Haushalt, letzter Satz, ja Planungsmittel bereitgestellt mit dem beschlossenen Doppelhaushalt. Das ist aber im letzten Jahr der Haushaltssperre diese Planungsmittel zum Opfer gefallen und wir haben ja jetzt auch nur eine 80-prozentige Budgetfreigabe im Ergebnishaushalt. Auch davon sind die Planungsmittel betroffen. Also insofern glaube ich, dass es richtig wäre, sich sozusagen dort nochmal vertieft in die Themen weiter einzuarbeiten, bevor man hier so eine Entscheidung trifft, die dann morgen vielleicht auch durch neue Erkenntnisse schon wieder überholt ist. Okay, wollen wir jetzt 10 Minuten Auszeit machen, danach die entsprechenden beiden Tagespunkte zur Abstimmung bringen.
So, wenn dann alle Platz genommen haben. Würde ich mal in die Reihen der Fraktionen fragen, gibt es weiteren Redebedarf, bevor wir zur Abstimmung kommen? Da habe ich gesehen, Herrn Lanczynski, Frau Ahnert, Herr Böhm hat einen Geschäftsordnungsantrag. Würde ich mal so verfahren, dass man den Geschäftsordnungsantrag mal vorziehen. Veit Böhm, bitte. Ja, Herr Bürgermeister, ich hätte zwei Geschäftsordnungsanträge. Zwei. Der erste Geschäftsordnungsantrag wäre, nach dem, was der Bürgermeister Kühn ja vortrefflich in dem Fall ausgeführt hat. Würde es aus meiner Sicht weiterhin Sinn machen, sich mit dem Thema nochmal im zuständigen Ausschuss zu befassen, um dort mit einem Ausschussvotum, mit dem Ausschussvotum zu kommen, weil die bisherige Ausschussbefassung hat ja überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was hier beantragt wird. Sollte das keine Mehrheit finden, würde ich hilfsweise bei dem Antrag der Grünen die Punkte 1 bis 4 zusammen und den Punkt 5 separat zur Abstimmung beantragen. Danke. Okay, dann Herr Lanczynski. Achso, würden wir erstmal den Geschäftsordnungsantrag abstimmen lassen? Gibt es eine Gegenrede? Formal. Dann stelle ich den Antrag auf Rücküberweisung zur Abstimmung. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte ich um das Stimmzeichen. Mit 29 Ja, 32 Nein, keine Zustimmung bekommen. Dann würde ich noch mal fragen, weitere Gesprächsbedarf. Herr Lanczynski, bitte. Ich würde darum bitten, dass der Ersetzungsantrag der SPD punktweise abgestimmt wird. Gibt es weiteren Gesprächsbedarf? Wenn das nicht ist, würde man so in die Abstimmung gehen. Ich würde zuerst den am weitesten abweichenden Antrag, das ist der von der Fraktion Bündnis 90 der Grünen, zur Abstimmung stellen. Dort so beantragt wie gerade Punkte 1 bis 4 und Punkt 5. Wenn so, ja, ist richtig der Hinweis. Ich sage gleich nochmal das zum AfD-Antrag. Ja, genau. Dann als zweites, wenn der keine Mehrheit kriegen würde, den SPD-Antrag auch mit punktweise und das, was Thorsten Nitsche beantragt hat, was zu ergänzen ist. Dort hat die SPD, das kann ich jetzt schon ankündigen, angekündigt, was die Prüfung emissionsloser Fährbetrieb angeht, das zu übernehmen. Und dann wird man noch, wenn es notwendig ist, abstimmen lassen, ob die Buslinie 79 mit reinkommt. Aber zunächst beschäftigen wir uns erstmal mit dem Ausschussbericht im Tagesordnungspunkt 19.12. Das war der Antrag AfD-Fraktion. Es gibt ein federführendes Votum des Ausschusses, der sagt Ablehnung. Das heißt also, wer hier zustimmt, würde ablehnen. Ich bitte um das Stimmzeichen. Mit 47 Ja, 13 Nein, 2 Enthaltungen, der Ausschussbericht so entsprechend bestätigt. Gut, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 19.13 und wie angekündigt, würden wir zunächst uns mit dem Antrag Bündnis 90 Die Grünen beschäftigen und ich stelle zur Abstimmung die Punkte 1, 2, 3, 4. Wer hier seine Zustimmung geben kann, dann bitte ich um das Stimmzeichen. Das wäre mit 27 Ja, 34 Nein, einer Enthaltung so nicht bestätigt. Und der Beschlusspunkt 5, hier bitte ich um das Stimmzeichen. Hätte mit 15 Ja, 47 Nein, 0 Enthaltung ebenfalls keine Mehrheit bekommen. Dann würden wir jetzt zum Antrag SPD-Fraktion kommen. Wie gesagt, die SPD würde übernehmen die Anregung emissionsloser
Fährbetrieb zu prüfen. Das wollten wir also so mit in Antrag nehmen. Und dann war noch beantragt worden aus dem, Thorsten Nitsche, korrigiert mich bitte, aus dem Ausschussbericht Top Beschlusspunkt 5 zu übernehmen, was die Angelegenheiten angeht der Buslinie 79. Das wollten wir also zuerst abstimmen, wer hier seine Zustimmung geben kann, diesen Beschlusspunkt 5. Bitte? Genau. Wer also hier erstmal zustimmen kann, dass dieser Ergänzungsvorschlag Freie Wähler, Buslinie 79, eingefügt wird, den bitte ich um das Stimmzeichen. Das hätte mit 3 Ja-Stimmen, 58 Nein-Stimmen keine Mehrheit gefunden. Dann würde ich jetzt den SPD-Antrag so verändert, was emissionsleiser Fährbetrieb angeht, zu prüfen, ergänzt. Den würde ich jetzt zur Abstimmung stellen. Wer hier zustimmen kann, dann gehen wir punktweise vor. Dann nehmen wir hier den Punkt 1. Wer Punkt 1 zustimmen kann, bitte um das Stimmzeichen. Das wäre mit 36 Ja, 26 Nein, 0 Enthalten so bestätigt. Dann würden wir den Punkt 2 zur Abstimmung stellen. Wer hier seine Zustimmung geben kann, bitte um das Stimmzeichen. Das wäre mit 20 Ja, 41 Nein nicht so bestätigt. Okay, dann haben wir ein Ergebnis. Vielen Dank für die konstruktive Diskussion und wir machen nahtlos weiter. Vielleicht schaffen wir ja